Da kommt eine SMS zu mir aufs Handy. Hallo, Herr Müller, wissen Sie, dass Ihr Handy abgehört wird? Von einem mir unbekannten österreichischen Nummer. Dann habe ich zurückgeschrieben, würde mich wundern, wenn nicht. Wer sind Sie denn? Dann kam von dieser österreichischen Nummer wieder zurück, FPÖ-nahe Sicherheitskreise aus Österreich. Wollen wir uns mal treffen? Ja? Also so clever hat er mich da neugierig gemacht auf das Erstgespräch und dann haben wir uns also getroffen. Robeck hat mich an Toll weitergereicht und Toll hat mir eine Rede geschrieben, die viel, viel härter war, als was man dem Björn Höcke heute noch mit seiner 180-Grad-Wende in der Geschichtspolitik ankreidet. Also ganz klar, das war eine Rede, die habe ich auch in meinem Buch 1:1 auf Englisch abgedruckt und dann selbst auch noch übersetzt, dass man also sieht, das hat Hand und Fuß, was der Toll da gemacht hat. Die haben eine Rede geschrieben, also Vergangenheitsbewältigung ist Sünde. Deutschland hat überhaupt keinerlei Dreck am Stecken. Lassen wir uns doch nicht mehr über die Figur Hitler erpressen. Also in dem Stil hat er mir eine Rede geschrieben. Und wenn ich die gehalten hätte damals, 2018, ja, dann wäre ich ja hochkant aus der Partei rausgeflogen, hätte mich politisch selbst beerdigt gehabt. Und das war auch aus meinem persönlichen Leben wieder auch eine zielgerichtete Art und Weise, wie man versucht hat, von außen Einfluss zu nehmen, damit ich mich selbst um meine politische Existenz bringe. Hallo liebe Leute, heute habe ich einen besonderen Gast. Es ist mir eine große Ehre, Hans-Jörg Müller. Er möchte heute sein Buch vorstellen. Wir möchten ein bisschen über Teil des Buchs reden. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wir haben uns nicht vorher gekannt. Er ist auf mich zugekommen. Und ja, ich habe mich sehr gefreut darüber, weil Hans-Jörg Müller war für mich auch ein besonderer Name. Lieber Herr Müller, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen? Ja, lieber Johannes Hillmann, grüß Gott, auch liebe Zuschauer, hallo. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich komme aus der international tätigen Wirtschaft, aus der Unternehmensführung. Dann war ich 4 Jahre lang im Deutschen Bundestag für die AfD. Von 2017 bis 2021 war die ersten beiden Jahre parlamentarischer Geschäftsführer unserer AfD-Bundestagsfraktion. Es ist direkt die Hierarchieebene nach den beiden Vorsitzenden Weidel und Gauland. Und war auch von 2018 bis 2021 außenwirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. So froh wie ich war, dass ich in die Politik reingekommen bin, desto froh war ich dann auch wieder, als ich wieder rauskommen konnte. Und mache jetzt wieder das, was ich vorher gemacht habe. Ich saniere und restrukturiere international tätige Unternehmen. Sie haben in Ihrem Buch was angesprochen, was ich sehr wichtig finde. Und zwar, den Eindruck hatte ich auch schon seit langem. Das haben wir ja schon bei Jörg Meuthen erlebt. Und zwar, dass äußere Kräfte versuchen, die AfD zu beeinflussen und zu zersetzen. Und Sie haben ja als Bundestagsabgeordnete, haben Sie da ja viel mitbekommen. Und vielleicht möchten Sie mal ein bisschen erzählen, was Sie so erlebt haben. Also, Sie möchten mir vielleicht nicht alles verraten, damit die Leute auch noch das Buch lesen, aber vielleicht möchten Sie uns da ein bisschen was erzählen. Ja, ich erzähle natürlich gerne was Gutes. Buch hat 420 Seiten. Also selbst wenn ich jetzt 3 Stunden am Stück reden würde, könnte ich da maximal 10% von dem erzählen, was im Buch beschrieben ist. Also es ist sehr viel drin, wo wir heute nicht drüber sprechen können. Das Buch habe ich geschrieben als persönliches Erleben. Das vielleicht mal vorweg. Ich habe angefangen damit, wie ich grundsätzlich vielleicht auch aufgewachsen bin, mein politisches Wertesystem entwickelt habe als Jugendlicher, wie ich dann 2013 in der AfD eingetreten bin, eigentlich fast von der ersten Stunde an dabei war und wie ich auch heute noch AfD-Mitglied bin, allerdings als bewusste Karteileiche ohne jegliche Funktion. Und so zieht sich das Buch also von 2013 bis 2022. Und da habe ich natürlich sehr viel erlebt. Am Anfang, als diese Aufbruchstimmung da war, als ich die Partei gegründet hatte, dann die Aufbruchstimmung, erstmal bei dem Wechsel dann von Lucke zu Petri. Was war denn nächste Aufbruchstimmung? Die erste war ja schon da, als Lucke da war. Dann auch wieder, als dann Frauke Petry weg war, dann die nächste Aufbruchstimmung. Ich habe die ganzen Aufbruchstimmungen mitbekommen. Und ich habe natürlich dann, bereits bevor ich in den Bundestag eingezogen bin, auch Gespräche bekommen von Lobbyisten von außerhalb der Partei, die mir damals schon, das war 2017 gewesen, im Sommer, bevor ich im Bundestag kam, die mir ganz klar schon zu verstehen gegeben haben, holla. Anscheinend kann man in der Partei nur das umsetzen, was von außen zugelassen wird. Und als ich dann
auch noch als parlamentarischer Geschäftsführer dann in der Funktion war und natürlich mit meinem ganzen Wissen aus der Wirtschaft versucht habe, Prozesse aufzubauen, Strukturen zu bauen, dass auch dieser Apparat Bundestagsfraktion vernünftig läuft. Da habe ich also nur ein Knüppel nach dem anderen hinten reingekriegt von den eigenen Leuten, und zwar immer dann, wenn es begonnen hat zu laufen. Das hat mir dann auch, hat einen Denkprozess in mir ausgelöst. Aha, anscheinend ist es wohl nicht gewollt, dass wir effiziente Ablaufprozesse in der Bundestagsfraktion kriegen. Die hat die übrigens bis heute noch nicht, auch nicht in der zweiten Legislatur. Also das waren so jetzt mal vielleicht als allererste Aussagen, so die ersten Erlebnisse, die mich also sehr, sehr schnell dazu gebracht haben, darüber nachzudenken, wie wird die Partei von außen beeinflusst, wie direkt von außen über solche Lobbyisten oder auch, wie diese Lobbyisten ihre eigenen Leute intern platzieren bei uns in der Fraktion, in der Partei, damit sich die Partei einfach nicht richtig entwickeln kann. Jetzt muss ich vielleicht noch hinzufügen, jetzt werden vielleicht manche denken, alles Weidel ist doch ganz toll. Ich habe ja hier bei mir auch ganz viele Videos gemacht, wie toll alles Weidel irgendwelche Moderatoren abgefertigt hat. Und von sowas haben viele wahrscheinlich auch von alternativen YouTube-Kanälen noch nie gehört, von Beeinflussung. Und aus meiner Sicht, das ist der Grund natürlich, dass die Leute der AfD nicht schaden wollen, dass sie solche Themen nicht ansprechen. Aber aus meiner Sicht, ich habe das jetzt ja auch bei der Ukraine mitbekommen, aber das Thema ist so wichtig. Und also hier ist der eindeutige Aufruf, unbedingt AfD wählen, nicht wählen, hilft der Regierung, hilft also den Leuten, die meisten Stimmen bekommen. Aber das sind Themen, die müssen angesprochen werden. Also in Zukunft möchte ich auf dem Kanal hier auch das unbedingt ansprechen, auch wenn es weh tut. Weil das muss auf Dauer, das kann so nicht weitergehen. Sonst geht die AfD kaputt. Oder sonst geht die Sache, für die wir in der AfD sind, kaputt. Also das haben Sie, ja, bitte, Entschuldigung. Nee, ja, ich habe eigentlich alles gesagt, ja. Ja, ist immer noch diese Millisekunde Unterschied dann, ne, über die Entfernung, denke ich, Sie sind schon fertig. Also Sie haben das schön auf den Punkt gebracht. Eine Partei wird über ihre Köpfe wahrgenommen, über die führenden Politiker. Und dann werden sie über das wahrgenommen, worüber sie wahrgenommen werden können. Über ihren Auftritt in der Öffentlichkeit, entweder in den Massenmedien oder in den sozialen Medien oder vielleicht noch bei einer Versammlung. Also sieht man von einem Politiker immer nur das, was er redet in der Öffentlichkeit. Man sieht von einem Politiker nie das, was er tut hinter den Kulissen. Ja, es gibt ja das geht schon zurück auf Jahrtausende alte Philosophie, erkenne sie nicht an ihren Worten, erkenne sie an ihren Handlungen. Ja, um also wirklich ein vollständiges Bild einer Person zu haben, ist es nie ausreichend, immer nur, ach, hat er aber toll dahergeredet oder dies, sondern was tut er denn oder sie wirklich, um das umzusetzen, was er fordert? Nur dann hat man ein ganzheitliches Bild, und in der Art und Weise, wie die Politik funktioniert, sieht man immer nur die Reden. Ja, da muss ich auch sagen, Frau Weidel hat sich deutlich verbessert in ihren Reden, also sie macht inzwischen hervorragende Reden. Ich weiß, dass alles ihre Reden auch selbst schreibt. Also da steckt auch die Hirnleistung von Alice Weidel in ihren Reden drin. Völlig unbestritten. Ja, aber die Frage ist halt auch, immer an die Dame wird Bundeskanzlerin, immer an die AfD wird stärkste Partei, kann sie dann auch was machen oder kann sie nur reden? Und ich habe in meinem Buch hier einige Beispiele drin. Entschuldigung, ein bisschen die Schnupfenzeit. Wo man eben ganz klar sieht, so gut wie sie reden kann, So schlecht ist sie in der Führung, so schlecht ist sie im Tun. Ja, aber das ist ja ein Phänomen, das sich nicht nur auf Alice Weidel bezieht. Das ist ein Phänomen, das bezieht sich insgesamt auf die parlamentarische Demokratie, weil das wissen wir schon von Dr. Markus Krall. Wir haben ja, das politische System setzt die Anreize falsch. Es kommen nicht die Besten an die Spitze, sondern es ist eigentlich eine Negativauslese. Das möchte ich jetzt mir alles bitte nachsehen. Es ist ja auch ein Systemproblem, das ich hier schildere. Also mein Buch, Sie haben das auch in Ihren einleitenden Worten jetzt gesagt, mein Buch ist ja überhaupt kein Abrechnungsbuch mit der AfD. Es ist ein Pro-AfD-Buch, das die Ideale der AfD hochhält. Aber genau um die Ideale der AfD und die Ideale für unser Land hochhalten zu können, muss man einfach Führungskräfte kritisieren, die es schlecht machen. Und ich denke, da sind wir auch einer Meinung. Man geht ja halt auch, wenn der Zahn wehtut, da geht man halt zum Zahnarzt. Aber das muss halt sein und es tut dann auch weh. Aber im Endeffekt ist dann alles besser, wenn der Zahn geheilt ist. Und ich glaube, das ist auch unser gemeinsamer Ansatzpunkt, den wir hier mit diesem Gespräch verfolgen. Genau, also ich muss da vielleicht
auch ein bisschen konkret werden. Jetzt werden sich viele fragen, ja, das ist ja so allgemein, was ist denn damit genau gemeint? Und zwar, ich habe das bis vor einem Jahr auch nicht gewusst, es gibt einen Namen, der heißt Tom Rohrböck, den hat wahrscheinlich auf YouTube, kennen den die wenigsten, aber dieser Tom Rohrböck, der ist mit den allermeisten in der AfD-Fraktion, also habe ich das jetzt verstanden, oder mit ganz vielen, die in der AfD wichtig sind, ist er in Kontakt und berät die und fördert deren Karrieren. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist das für ein Mensch? Woher nimmt ihr die Zeit? Und da ist der Verdacht nahe, dass der, wenn man jetzt auch die Prozesse sieht, die in der AfD stattgefunden haben, dass die vom CIA kommen oder von irgendwoher, was die der AfD nicht gut, die es mit der AfD nicht gut meinen. Und vielleicht möchten Sie das erzählen, aber dieser Mann, Mensch hat Sie an einen Mann vermittelt, der Ihnen eine Rede empfohlen hat, die Ihre Karriere ruiniert hätte. Das heißt, dieser, man kann sagen, man hat versucht, Sie reinzulegen, um Ihre Karriere zu beenden, was schon gravierend ist. Das heißt, das sind ja Leute im Hintergrund, die die Leute beraten, irgendwie ködern wollen. Vielleicht möchten Sie das mal erzählen, diese Geschichte, wie Sie da vermittelt wurden und was da passiert ist. Ja, vielleicht so ein paar Eindrücke. Ja. Also es ging los, das war eben das, was ich schon sagte, im Sommer 2017, da stand ich auf Platz 6 der bayerischen Liste, das heißt, es war sicher, ich komme in den Bundestag, war noch nicht drin und da kommt ein SMS zu mir aufs Handy. Hallo Herr Müller, wissen Sie, dass Ihr Handy abgehört wird von einem unbekannten österreichischen Nummer? Dann habe ich zurückgeschrieben, würde mich wundern, wenn nicht, wer sind Sie denn? Dann kam von dieser österreichischen Nummer wieder zurück, FPÖ-nahe Sicherheitskreise aus Österreich. Wollen wir uns mal treffen? Ja? Also so clever hat er mich da neugierig gemacht auf das Erstgespräch. Und dann haben wir uns also getroffen in Schloss Fuschel am See. Es gibt ja übrigens auch ja so einen ARD-Bericht und auch in der Zeit und in der Süddeutschen Zeitung waren ja auch lange Berichte drin über das Wirken von Tom Rohrböck in der AfD, wo eben Schloss Fuschel eine große Rolle spielt im Salzburger Land, weil eben da auch Alice Weidel schon war bei Rohrböck und so weiter und viele andere auch. Und dann haben uns halt ein bisschen so gegenseitig beschnuppert. Also von der CIA ist Herr Rohrböck mit Sicherheit nicht, sondern er hat sich im Endeffekt vorgestellt als Deutscher, der die Kontakte hält zwischen den deutschen und österreichischen Sicherheitskreisen. Ich meine, er hat ja auch einen österreichischen Nachnamen. Also Rohrböck heißt man nicht in Deutschland, so heißt man nur in Österreich, typischer österreichischer Name. Also er hat es ja auch erzählt, er hat Großeltern in Deutschland und Österreich, kann auch stimmen. Und er sei also zuständig dafür, dass die Sicherheitsdienste zwischen Österreich und Deutschland gut zusammenarbeiten. Also das ist jetzt nicht CIA. Jetzt wissen wir natürlich auch, wenn wir uns mit der Thematik schon länger beschäftigen, dass es natürlich eine Abstufung gibt. Ne? Es gibt die Chefsicherheitsdienste im Westblock. Das sind die Amerikaner. Dann gibt es drunter die Statthalter der Amerikaner. Das sind dann die Engländer, also MI6 zum Beispiel. Der MI6 gibt wiederum die Befehle weiter an dann die deutschen Knechte. Das ist dann der Bundesnachrichtendienst. Ja, und der muss dann wieder dafür sorgen, dass es in den kleineren Ländern um Deutschland herum gut läuft. Das wäre dann das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung der Republik Österreich. Also Tom, also man spricht sich da gleich mit Vornamen an. Tom hat also gesagt, also er wäre also in diesem Bereich zwischen deutschen und österreichischen Sicherheitskreisen unterwegs. Und er hat mir erzählt, wie er schon vor 20 Jahren oder länger her mit Jörg Haider ganz dicke gewesen sein soll, mit dem damaligen Chef der Freiheitlichen Partei Österreichs. Er hat mich dann auch wirklich zusammengebracht mit dem ehemaligen Geheimdienstchef der Republik Österreich, dem Gerd Rene Polly. Das hat er, also da habe ich schon gemerkt, das ist kein leeres Gerede, sondern er hat diese Kontakte. Ja, und für mich war halt dann der Gedanke, okay, das ist auf mich zugekommen, wo kann der für mich von Nutzen sein? Dann habe ich mich halt alle paar Wochen oder Monate mit ihm getroffen, über die Jahre hinweg, bis ich dann mal drauf gekommen bin, dass er mich eigentlich viel mehr und cleverer ausgehorcht hat, als ich ihn. Und das so nach meinem Empfinden jeder zweite, dritte Bundestagsabgeordnete bei ihm auch schon in Fuschel war. Ja, und nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen Parteien. Natürlich die Art und Weise, wie er in meinen Augen alles Weidel zumindest am Anfang ferngesteuert hat, war offensichtlich. Ja, und das war dann für mich schon der
antrieb, das in diesem Buch niederzulegen. Warum? Weil ich schon sagte, ich bin ja dafür, dass man die echten Ideale einer freiheitlichen, konservativen, wirtschaftsliberalen Partei, die auch die sozial Schwachen nicht vergisst, nach vorne bringt. Das ist die echte AfD. Das können Sie aber vergessen, wenn von außen über Lobbyisten Einfluss genommen wird und eigene Führungskräfte ferngesteuert werden. Und das kommt natürlich noch erschwerend hinzu. In meiner wirtschaftlichen Tätigkeit war ich jahrelang in der Korruptionsbekämpfung aktiv, und zwar auf dem russischen Markt, also da, wo es richtig zur Sache geht. Ja? Also ich war auch Chief Compliance Officer in Personalunion als Generaldirektor in russischen Niederlassungen westlicher Unternehmen über Jahre. Und ich habe immer Korruptionsschäden erkannt und trockengelegt. Und deswegen ist es auch für mich ein persönliches Ansinnen, dafür zu sorgen, dass die AfD wieder sauber wird. Ja, man stellt sich ja die Frage, dieser Mensch, der schmiedet also Kontakte mit ganz vielen Leuten, hat anscheinend auch noch irgendwie Geld zur Verfügung. Oder man fragt sich ja, also woher kommt das Geld überhaupt, dass er davon leben kann? Weil diese ganzen Kontakte, die produzieren ja kein Geld für ihn. Also er hat die ganze Zeit Kontakte und da muss er ja auch Zeit damit verbringen, das alles so zu koordinieren. Und diese Treffen zu vereinbaren, also wenn der mit so vielen Leuten in Kontakt ist, ist ja ein Fulltime-Job. Der macht ja eigentlich am Tag, oder wenn er auch noch andere Parteien bedient, dann macht der am Tag nichts anderes, als da diese ganzen Netzwerke da zu knüpfen. Also so kommt mir das jedenfalls vor. Und dann denke ich, muss man auch sehr, sehr skeptisch sein, ja, was halt seine Motive sind und oder wer da dahinter steht. Oder wer ihn finanziert oder ob er das Geld, dass er das Geld selbst verdient hat, wenn er es jetzt schon Jahrzehnte macht, das ist ja irgendwie. Kommt mir jetzt schwer, ist für mich jetzt schwer vorstellbar, wobei das natürlich jetzt Spekulation ist, aber. Sagen wir es so, wer im Endeffekt hinter ihm steht, in wessen Auftrag er arbeitet und mit wessen Geld er unterwegs ist, das ist bis heute nicht erwiesen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Ich habe ja dann auch von diesem Rechercheteam, was ich schon mal, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, was er diesen großen Artikel auch im Fernsehen und in den großen Massenmedien geschrieben hat, den habe ich sogar über 31 Seiten hier reinkopiert in meinem Buch, weil es einfach eine sehr schöne Zusammenfassung ist über seine Arbeitsweise. Da muss er das Rad nicht neu erfinden, ich muss das gleiche nicht nochmal schreiben. Ich sage, da, ganz gute Zusammenfassung, kommt ganz gut hin. Lesen, dann wisst ihr, wie das Ding funktioniert. Aber auch die wissen bis heute nicht, wer im Endeffekt dahinter steht. Sie vermuten, es sei Baron von Finck aus der Schweiz, das aber verstorben ist, schon über sein Geld, es sei der andere Immobilienmilliardär Henning Kohnle, da gibt es ja auch Berichte in der Presse dazu. Das sind aber alles Vermutungen, also in letzter Konsequenz weiß man das nicht. Das, was ich zu meinem Buch sagen kann, in meinem Buch steht nichts drin, was ich entweder nicht selbst erlebt oder nicht belegen kann. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja? Das heißt, ich kann in meinem Buch frisch von der Leber weg schreiben, wie dieser Kontakt zwischen Tom Rohrböck und mir gelaufen ist, weil ich ihn so erlebt habe. Also ich muss nicht spekulieren. Und deswegen weiß ich bis heute auch nicht, wer im Endeffekt da als Auftraggeber dahinter steht. Aber Tom hat immer Zeit, Tom hat immer Geld. Ja? Und weil ich eben ja auch aus der Korruptionsbekämpfung komme, aus der Wirtschaft, war mir also immer wichtig, beim ersten Mal hat er mich zum Kaffee eingeladen. Daraufhin hat beim zweiten Mal ich ihn zum Kaffee eingeladen. Beim dritten Mal hat er mich zum Abendessen eingeladen. Beim vierten Mal habe ich das Abendessen bezahlt. Das war mir also immer sehr wichtig, um hier in keinerlei Abhängigkeiten reinzukommen. Und ja, sie wurden ja nicht mehr aufgestellt. Das soll jetzt natürlich, ja, was denken Sie, was sind die Gründe? Das ist natürlich Noch auch schlecht. Spekulation, ist natürlich auch Spekulation, aber wie schätzen Sie das ein? Oder auch bei anderen, sagen wir mal, also welchen Einfluss denken, es gibt ja nicht nur Tom Rohrböck, es gibt ja auch noch andere Einflussnehmer. Was denken Sie, was für eine Rolle spielen diese Leute bei der Aufstellung? Das ist natürlich jetzt wieder Spekulation, aber vielleicht können Sie das ja so auseinanderhalten, was Sie sicher sagen können und was Sie vermuten. Man kann ja, ich finde es legitim, Vermutungen aufzustellen. Wenn man das als solche kennzeichnet und nicht sagt, man ist so, dann finde ich es auch in Ordnung, dass man Vermutungen aufstellt, wobei wir wollen uns jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber trotzdem kann man ja sagen, mir kommt so und so vor, ich kann es nicht belegen. Ja. Also, ich habe ja viel Erfahrungen gemacht. Ja? Also zum Beispiel die Erfahrung, die ich gemacht habe, ich wurde zum parlamentarischen Geschäftsführer gewählt, im Herbst 2017. Ich habe
mich sofort rangemacht, Strukturen aufzubauen, Ablaufprozesse zu definieren. Ich war für die Finanzen zuständig, ich war für die IT zuständig. Und dann begann es zu laufen. Ja, dann hat mir die IT weggenommen. So, die ist jetzt zwar inzwischen fertig, der Peter Fels hat aber viel länger gebraucht in der Fertigstellung als ich in der Anfangsphase zum Beispiel. Was ganz interessant war, im Finanzbereich wollte die Alice Weidel damals den Finanzleiter, den Frank Kral, loswerden. Da wurde eine Intrige gesponnen und ich bin mit über die Klinge gesprungen. Und als ich mich dann wehren wollte, waren in der Finanzabteilung auf einmal, ich war nicht in der Finanzabteilung, ich war praktisch der Zuarbeiter der Finanzabteilung. Ja, ich war nicht Finanzchef, aber ich habe mit denen zusammengearbeitet. Und dann hat man 11 Belege verschwinden lassen, bevor die Ordner an eine Wirtschaftsprüfer gingen. Ja, und dann hat man den Frank Rahl rausgeschmissen und hat mir so zugesetzt, dass ich dann selber gesagt habe, macht euren Finanzscheiß alleine. Ich habe keine Lust mehr, ja, mich hier als Feigenblatt für eure linken Touren hier missbrauchen zu lassen, und habe also der Weidel und dem Gauland die Finanzen vor die Füße geknallt. Danach habe ich dann in der Presse lesen dürfen, was ich für ein angeblich unfähiger Finanzchef wäre, obwohl ich das gar nicht war. Ich habe nur Zuarbeiter von der Fraktion aus für die Finanzabteilung, ein wichtiger Unterschied. Und warum kann ich jetzt so offen drüber reden hier? Weil ich habe das auch so offen in meinem Buch geschrieben. Da hinten in diesem Bücherregal, was etwas verschwommen zu sehen ist, da stehen heute noch alle Kopien aus der Finanzabteilung, wo ich dezidiert nachweisen kann, wann diese 11 Belege verschwunden sind. Dann hat man die Ordner zum ersten Wirtschaftsprüfer, dann zum zweiten Wirtschaftsprüfer gebracht. Die waren die Belege immer noch weg. Dann hat man den Kral rausgeschmissen. Mir hat man den Finanzbereich vergällt, und als dann praktisch Kral und ich im Endeffekt entmachtet waren, er wurde ja komplett rausgeschmissen, konnte man bei mir nicht machen, weil ich ja gewählter Abgeordneter war, da waren dann die Belege auf einmal wieder in den Finanzordnern. Auch das kann ich über Kopie nachweisen. Und das ist so eine richtige persönliche Erfahrung. Wenn also etwas zu laufen beginnt im Sinne der Fraktion, wie ich da richtig Messer in den Rücken gekriegt habe, Knüppel zwischen die Beine, damit es keine vernünftigen Ablaufprozesse in der Fraktion gibt. Und dann soll mir jemand nochmal sagen, dass das Zufall ist. Ich glaube nicht an diesen Zufall, weil es so zielgerichtet war, wie funktionierende Prozesse kaputt gemacht worden sind. Ja, und man hat es mir halt dann angehängt in der Öffentlichkeit. Ja. Ich möchte nochmal an der Stelle sagen, dass jetzt uns jetzt hier nicht darum geht, jetzt die AfD schlecht zu machen oder die Leute alle zu verteufeln, sondern das Problem, das jetzt zumindest ich sehe, und damit sich mir immer mehr darstellt, ist, dass also permanent versucht wird, Einfluss zu nehmen auf die Leute mit irgendwelchen Motiven. Und das sind ja alles nur Menschen. Das sind ja auch nicht die Abgeordneten, das sind ja auch keine Götter, sondern das sind Menschen mit finanziellen Nöten. Die kommen dann auch in Abhängigkeit von dem Mandat, gerade als AfDler, wenn man dann sonst schwer einen Job bekommt. Wobei die AfDler ja viel beruflich sehr erfolgreich waren in der Mehrzahl, sage ich mal. Aber trotzdem ist so eine politische Karriere natürlich irgendwie wichtig, und dann nimmt man gern Hilfe in Anspruch, und dann werden vielleicht auch diese Leute reingelegt, dann sagen vielleicht irgendwelche Berater, ja, du musst jetzt nur das und das machen, das ist nicht so schlimm, du verrätst deine Ideale nicht, aber dann werden die Leute vielleicht reingelegt und verraten vielleicht genau dadurch die Ideale ganz entscheidend, und das ist dann, es kommt ihnen nur so vor wie so eine Kleinigkeit, aber es ist dann eben keine Kleinigkeit im Endeffekt, sondern es wird dann schwerer Schaden angerichtet, und deswegen denke ich, sind jetzt solche Videos wie die hier wichtig, dass die Leute genauer aufpassen, vor allem in der AfD, dass solche Strukturen möglichst verhindert werden. Das ist eigentlich jetzt das Anliegen, nicht zu sagen, dass die Leute alle, man sie alle vergessen kann, sondern es sind halt auch nur Menschen, die auch Schwächen haben und die ja eben auch vielleicht beeinflusst werden. Und deswegen, das denke ich, ist es wichtig, sowas zu machen, dass die Leute genau aufpassen, genau hinterfragen. Und dann kommen wir vielleicht jetzt zum Schluss noch dazu, ja, was man vielleicht dagegen machen könnte oder was sie denken, was man macht. Wenn ich vielleicht noch kurz vor Schluss noch mal was sagen dürfte. Sie hatten mir das ja auch in einer anderen Frage heute schon gesagt, wie der Tom Robeck mich an den William Toll weitergeleitet hat. Das ist ein Amerikaner, der im Internet William Toll, T-O-E-L, der immer schön auf deutschen Patrioten macht. Und da, also Robeck hat mich an Toll weitergereicht, und Toll hat mir eine Rede geschrieben, die viel, viel härter war, als was man dem Björn Höcke heute noch mit seiner 180-Grad-Wende in der Geschichtspolitik ankreidet. Also ganz klar, das war eine Rede, die habe ich auch in meinem Buch 1:1 auf Englisch abgedruckt und dann selbst auch noch übersetzt, dass man also sieht, das hat Hand und Fuß, was der Toll da gemacht hat.
Sie haben eine Rede geschrieben, also Vergangenheitsbewältigung ist Sünde. Deutschland hat überhaupt keinerlei Dreck am Stecken. Und lassen wir uns doch nicht mehr über die Figur Hitler erpressen. Also in dem Stil hat er mir eine Rede geschrieben. Und wenn ich die gehalten hätte damals, 2018, ja, dann wäre ich ja hochkant aus der Partei rausgeflogen, hätte mich politisch selbst beerdigt gehabt. Und das war ja auch aus meinem persönlichen Leben wieder auch eine zielgerichtete Art und Weise, wie man versucht hat, von außen Einfluss zu nehmen, damit ich mich selbst um eine politische Existenz bringe. Ich finde, das ist ein sehr starkes Indiz, ja, diese Geschichte für eine Fernsteuerung. Und jetzt, um jetzt auf Ihre abschließenden Worte zu kommen, ich sehe heute die Situation völlig anders als in der Zeit, als ich im Bundestag war. Im Bundestag war ich von 2017 bis 2021. Da lief unser Startschiff noch Richtung Abgrund. Inzwischen ist es im freien Fall in den Abgrund hinein. Wir haben völlig andere Rahmenbedingungen jetzt als damals noch, als ich im Bundestag war. Wir haben eine Bundesregierung, die nichts dafür unternimmt, um zu ermitteln, wer denn unsere Energieversorgung vernichtet hat. Also die Sprengung der Nord Stream Röhren. Ja, ich meine, Sie und ich, wenn wir uns damit beschäftigen, das wäre vielleicht dann auch für den nächsten Teil Geopolitik, den wir noch besprechen wollen in der nächsten Sendung, auch interessant, warum die Bundesrepublik alles tut, damit nicht ermittelt wird, dass es ja sehr wahrscheinlich die Engländer im Auftrag der Amerikaner waren, die Nord Stream in die Luft gesprengt haben. Ja. Und wir haben uns unsere Energieversorgung wegnehmen lassen, die ja die Grundlage für das Wirtschaftsmodell Deutschland ist. Durch die unkontrollierte Zuwanderung, Unqualifizierte werden die Sozialsysteme in meinen Augen bewusst überlastet, werden diejenigen, die noch arbeiten gehen, bewusst auch überlastet. Das zieht natürlich insgesamt die Qualifikation nach unten. Wir sind auch geopolitisch inzwischen in einer Lage, dass die Aktionen der Bundesregierung Richtung Osten, Richtung Russland, kurz oder lang dazu führen können, dass Russland vielleicht sogar einen Präventivschlag führt, aber aus der Verteidigungsstellung heraus, wo wir Deutsche dann überhaupt zermahlen werden in der Mitte. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wie wir sie noch nicht hatten, als ich 2021 aus dem Bundestag ausgeschieden bin. Wir sind heute in einer Situation, dass eine sogenannte deutsche Regierung zielgerichtet die Lebensgrundlagen des eigenen Landes zerstört. Ich sag's nochmal, wir haben eine Regierung, die zielgerichtet die Lebensgrundlagen des eigenen Landes zerstört. Wirtschaftlich, im Energiebereich, sozial und kulturell. Wir werden also von Leuten regiert, die moralisch überhaupt kein Recht haben, uns zu regieren, weil man muss das so sehen. Wir Volk und die Regierenden, das ist wie Kinder, die den Eltern anvertraut sind. Die Eltern haben für ihre Kinder zu kämpfen, aber sie haben doch nicht auf ihre Kinder auf den Strich zu schicken und kaputt zu machen selber. Aber genau das machen diese Politiker mit uns Bürgern, wenn man mal dieses Bild von kriminellen Rabeneltern und armen, geprügelten, auf den Strich geschickten Kindern jetzt mal auch so bewusst verwendet. Ja? Ja. Wir sind also heute in einer Zeit, in der mit den herkömmlichen Methoden der parlamentarischen Demokratie in meinen Augen nicht mehr zu verhindern ist, dass Deutschland komplett vernichtet wird. Und deswegen, aufgrund dieser veränderten Rahmenbedingungen, brauchen wir auch neue Methoden, wie wir unser Land wieder aufbauen können. Und da sage ich jetzt ganz bewusst wieder diesen Verfassungsschutztypen dazu, die natürlich jetzt schon wieder hier mitgucken. Ich werde, wenn wir vielleicht ein nächstes Gespräch dazu auch dann führen, welche Reformen gibt es des politischen Systems in Deutschland, werde ich dezidiert darlegen, warum jegliche Reform des politischen Systems in Deutschland einschließlich einer völligen Veränderung des demokratischen Systems in Richtung mehr Demokratie wesentlich demokratischer ist als das, was wir heute in diesem Land haben. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wir sehen uns hoffentlich möglichst bald wieder. Bis dann. Danke, Helmer. Ciao. Tschüss.